Meine opinions could never come near this, for my outlook on life is a profound view. Schlagzeilen. Lauter Unzufriedene und etwas freundlicher. Es war ein historisches Gipfeltreffen, das erste in der Geschichte, ein epochales Ereignis von herausragender Bedeutung. I will be the greatest president that God ever created. I know Mr. Trump, but we have to appeal to the young generation. We can do something like a rap. Bing, bing, bang. Bing, bing, bang. Nobody can do that like me. King erwidert die Freundlichkeit. Es war nicht leicht, an diesen Punkt zu gelangen. Aber wir haben alte Praktiken und Vorurteile überwunden und sind nun hier. Nach dem Gipfel deutet US-Präsident Trump die baldige Beendigung des offiziell immer noch geltenden Kriegszustandes zwischen den beiden Ländern an und macht seinerseits Zugeständnisse. Donald Trump. Wir werden die Militärmanöver beenden und so viel Geld sparen. Das Geld fließt. 9 Billionen. Eine Milliarde. Hunderte Milliarden. 240. Eine Milliarde Schweizer Franken. 37 Millionen Franken. Eine Milliarde Franken. Million 800 Millionen. We have people that are morally corrupt. You people know a lot about trucks. 15 100 Milliarden. 110 Franken. Eine Milliarde Franken. Einem Franken. Eine Milliarde Franken. Fernverkehrslinien. Giuseppe. Nobody can do that like me. Ja, es ist auf jeden Fall typisch Donald Trump. Jetzt ist Donald Trump erfolgreich. Irak, aber vor allem Libyen. Reise ist weit, die Flüchtlinge sind geschwächt. Der Postautoskandal fordert in Aarau sein nächstes personelles Opfer. China. Japan. Mexiko. Für 130 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Aus Bern, Fritz Reimann. Noch muss sich der Ständerat dazu äußern. An manchen Orten muss das Porto für das Stimmkuvert selbst bezahlt werden. An anderen ist es vorfrankiert. Ob da vielleicht der Bund sein Porto-Kässeli öffnen sollte, das ist heute im Ständerat debattiert worden. Noch muss sich der Ständerat dazu äußern. Auch die SBB ist enttäuscht. Jetzt nochmal zurück zum Gipfel Trump-Kim. Aber da geht es jetzt nicht um komplexe Inhalte, sondern um Pest oder Schlimmeres. Und die Vorschau auf 10 vor 10, Arthur Honecker. Wenn einer, der aussieht wie ein Zuhälter, Ihnen sagt, wie Sie Velo fahren sollen, würden Sie dann zuhören? Ja, das alles und mehr um 10 vor 10. Wir sind gespannt. Danke, Arthur. Ja, das ist der Stand der Dinge. Im Moment, hier geht's jetzt weiter mit Meteo und dann mit einem Fall für zwei, was versprochen nichts mit Trump und Kim zu tun hat, sondern mit Benny und Leo. Gute Krimi-Unterhaltung und einen schönen Abend. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Heftige klassische Gewitter. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise.